Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybones. Letzte Folge gab es dieses krasse Opening und bis auf einige Sachen hier, diese beiden, ist alles platziert und also zwei Sachen erst nochmal, ich habe hier natürlich meine OP-Kiste. Dann habe ich hier ein Blutink 5 Schwert gekauft. Habe hier eine Magic Touch Spitzhacke mit Glück 3. Das heißt, ich kann Spawner abbauen und habe Glück 3. Außerdem habe ich einen zweiten Storm Generator und den Angry Miner. Diese Spitzhacke hat 11,25 Attack Damage. Außerdem wurde mir ein Orb of Immunity geschenkt. Das finde ich auch super krass. Mit dem kann ich den einen einsetzen von den Storm Generator. Richtig krass, dankeschön. Und jetzt habe ich ein paar Leute, die ich grüßen will und seit Ewigkeiten nicht grüße. Ich weiß auch nicht mehr unbedingt warum. Also einmal der Haben, dann Illuminatrix, Dominik 702, dann Cyber Valley, der hat mir eine Spitzhacke geschenkt. Und dann natürlich dem lieben Doppelbämme, mit dem wird vermutlich morgen oder übermorgen eine kleine Aufnahme hochkommen, mit dem werde ich mal aufnehmen, beziehungsweise wollte er mit mir aufnehmen, habe ich gesagt, ja, kein Ding, mache ich mal, und darum, ja, werde ich mal mit ihm aufnehmen, mal sehen, ob das cool wird oder nicht. Also, ja, jetzt werden auch meine Schulden beglichen wegen Grüßen und so weiter. Gut, dann kann ich das mal zeigen, hier unten sind die ganzen Sachen. Ach ja, genau, der Dings ist auch mit da gerade. Hier sind Dias, okay, das ist nice. Jede Menge Cobblestone, Eisen und, ja, ihr seht, Cobblestone ist da jede Menge zusammengekommen. Und das eigentliche Krasse ist das hier. Alles Zeug zum Verkaufen und hauptsächlich geht es hier um die Emerald-Blöcke. Ich werde mal noch schnell das Eisen hier aus dem Iron Golem Spawner holen, oder? Hey, ja doch, komm, es geht. So, hä? Hä? What? Hä, bitte was? Hä? Okay. Das war jetzt ein bisschen strange. Na gut. Ich habe mich gerade übelst erschreckt. Ich dachte, es wäre irgendwie gelöscht worden oder so. Keine Ahnung, was mit so einem Server geht, wenn er laggt. Aber, naja, auf jeden Fall slash spawn. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen das Zeug verkaufen. Und ich würde sagen, ihr könnt jetzt, wenn ich da stehe, einen Tipp abgeben, wie viel ich insgesamt bekomme an Money. Also, ich habe momentan 530.000 und ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben und bitte nicht schummeln, wie viel Geld ich etwa bekomme, wenn ich das ganze Zeug verkauft habe. Okay, habt ihr? Dann mache ich da jetzt das ganze Eisen rein. Verkaufs, bekomme erstmal einen Betrag von 50.000. Das ist in Ordnung. Jetzt das Gold, 103.000. Okay, nicht schlecht. Jetzt die Emeralds. Die sind so heftig, gell? Alles klar, 1,1 Millionen läuft bei mir. Mal sehen, ob ihr richtig lagt mit 1,3 Millionen. Das ist nämlich das, was ich etwa insgesamt bekommen habe. Hey, wer ist das denn? Hallo? Hallo? Freut mich, dass du mich kennst. Willkommen in meiner Aufnahme. Das heißt, ich kann jetzt auch schon den Blaze-Spawner kaufen, das, was ich haben wollte. Das heißt, ich gehe jetzt zur Insel. Blaze den mal. Ja, hi. Slash ESGO. Ja. Ah, genau. Wo ich das hier gerade lese, mit dem Stone Generator. Mit dem Stone, nicht mit dem Storm Generator. Falls ich das jetzt ein bisschen undeutlich gesagt habe. Mit dem Storm Generator. Ich habe diesen Generator aus meinem Video, beziehungsweise der funktioniert nicht so gut, nicht so effizient, und darum gibt es den hier. Und das Video dazu, das werde ich euch jetzt einfach mal hier oben verlinken und dann könnt ihr euch das angucken und ja, dann wisst ihr es. Oh, da kam gerade eine Rune raus, wie ich gesehen habe. Dann warte ich hier mal, bis ich die Rune bekomme. Irgendwann muss sie ja kommen. Müsste eigentlich in diesen Trichter hier rein. Eigentlich müsste sie kommen. Irgendwann mal.
Komm, egal. Platziere ich hier schon mal schnell den Place-Spawner. Ich kann ihn hier abbauen. Und da spawnen jetzt die Places. Ich habe hier mein Looting 5 Schwert. Mit diesem Looting 5 Schwert kann ich die Blazes jetzt killen. Und dann gucken wir mal, wie viel ich da so rausbekomme. 3 Blaze Rods, okay, das war jetzt das eher wenigere daraus. Hey, wann kommt denn diese Rune? Ich guck mal, ob die unten gelandet ist oder so. Hier ist sie nicht, da ist sie nicht, da nicht. Okay, hier ist sie auch noch nicht angekommen. Naja, irgendwann wird sie schon da sein. Und bis dahin stell ich mich mal hier hin und dann 5 Blazes getötet. Okay, habe ich gleich. Also ich habe jetzt durch 4 Blazes 12 Teile bekommen, 12 Rods. Heißt durchschnittlich 3. Ich habe aber auch schon bis zu 7 Blaze Rods daraus bekommen. Also das ist richtig, richtig OP. Sowas von richtig, richtig OP. Na gut, ein Blaze-Spawner lohnt sich jetzt an sich nicht so stark. Aber sobald man mehr als den einen hat, dann wird das OP. Also wenn du dann die Places tötest und sofort wieder neue kommen. Ah, nice. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade 5 rausbekommen. Also ihr seht, das ist richtig krass. Und jetzt mal kurz gucken. In den Grafikeinstellungen muss ich mal schnell auf groß stellen hier. Das ist auch die mit Magic Touch. Okay, das heißt, hier Spawner kann ich abbauen. Und die droppen auch. Sehr nice. Das heißt, wir haben jetzt ein Blaze-Spawner, das ist auf jeden Fall richtig krass. Jetzt zeige ich euch mal noch was anderes. Dafür möchte ich jetzt mal schnell Fly aktivieren. Einmal zum Langfliegen und dann, weil ich die Karte neu bauen möchte. Tada! Hier bin ich gerade dabei, eine detaillierte Karte der Warzone aufzubauen. Es gibt einmal hier natürlich den Mittelpunkt, das Zentrum. Dann gehen hier so Wege in alle Richtungen weg. Ich habe hier oben schon den North Outpost, hier den East Outpost, hier den West Outpost. Allerdings seht ihr hier, dass das alles noch nicht passt, vom Spawn aus nach unten, nach drüben, und dann kommen hier noch mindestens 2 Blöcke dazwischen. Das heißt, diese Karte muss echt riesig werden. Und da wir hier noch keinen, erwähnenswerten Platz-Dings haben, also da wir hier hinten noch nichts Erwähnenswertes gebaut haben, hier hinten aber noch ein bisschen Platz haben, also die Border ist hier schon noch eine Weile entfernt, habe ich geplant, dass ich hierhin die Riesenkarte bauen will. Das heißt, das ganze Teil hier wird abgerissen und stattdessen kommt da ein Weg hin zu der Riesenkarte von der Warzone. Und in dieser Karte von der Warzone werde ich ebenfalls alle Kistenspots einzeichnen. Jetzt nicht in Minecraft, sondern ich werde einen Screenshot von der gesamten Karte machen und werde dann auf dieser Bilddatei Sachen eintragen, Kisten und Diamanten oder sowas. Also wichtige Sachen, die da sind. Vielleicht auch Safety Zone und sowas. Und wenn ihr wollt, dann kann ich diese Karte auch veröffentlichen, wenn sie fertig ist. Mist, ich bin runtergefallen. Damit ihr die auch haben könnt, denn ja, es wird sehr hilfreich sein, sich dann in der Warzone zurechtzufinden. Und wenn ein Skydrop ist, dann kann man sehr gezielt zu den Kisten hinlaufen. Das ist das Ziel, was ich dabei habe. Okay. Hä, was? Fly nur noch weniger als eine Minute? Hä? War das nur 2 Minuten Fly? Lol. Ich dachte, es waren 15 Minuten Fly. Okay. Na gut, dann war das jetzt ein bisschen Verschwendung. Egal. Dann gönne ich mir gleich nochmal ein, wenn ich das Teil hier abgebaut habe. So, dann habe ich jetzt einfach hier mal den anderen Orb of Fly verwendet. Hier hinten dieses Teil, das kann ich leider nicht abbauen. Das ist ein bisschen blöd. Aber, ja, kann ich nichts ändern. Ich weiß nicht, ob ich diese Treppe abbauen kann. Mal gucken. Nee, es geht auch nicht. Das heißt, ich muss hier hinten die Karte hinbauen. Ich baue hier schon mal so einen großen Weg hin, denn die Karte wird, wie gesagt, wirklich riesig. Und dann beginne ich hier das mal auszubauen. Und mal gucken, wie viel ist das hier unten breit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oder 9? Okay, 8. Falsche Richtung. Das heißt, ich mache hier die einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Und dann muss ich das Ganze jetzt natürlich nach oben bauen. Und das dauert eine Weile, also Cut.
Naja, jetzt ist noch eine Minute Fly. Ich habe das Teil schon ein bisschen zusammengepuzzelt. Eine Karte ist mir ins Void gefallen. Ich bin hinterhergesprungen, bin zurückgebackt. Darum ist die jetzt weg. Pech gehabt. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, das ganze Zeug hier zusammenzusuchen. Ich habe hier oben einfach mal schon eine Insel geklatscht. Und der Rest ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich das alles wieder irgendwie zusammenfinden muss. Und naja, ich mache es jetzt, glaube ich, so, dass ich mir die ganzen Karten hier ins Inventar nehme und sage, okay, das könnte nach da passen, das könnte nach da passen. Aber warte mal, das könnte nach hier unten passen. Das probiere ich mal aus. Da muss ich mir hier wieder einen Bilderrahmen klauen. Davon haben wir immer noch viel zu wenig, obwohl ich schon so viel Money da rein investiert habe. Ja, genau. Das scheint zu passen. Und jetzt kann ich gucken, passt irgendwas da dran? Vermutlich nicht. Ja, sieht nicht so aus. Und dann kann man halt gucken, okay, hier oben passt das. Nein, passt es nicht. Nein, die Karte, das meine ich. Die fällt irgendwo hin und dann ist sie im nächsten Moment wo ganz anders. Genauso wie dieser Bilderrahmen. Ich glaube aber, das war ein wichtiges Stück, was gerade ins Void gefallen ist. Das ist aber schade. Ja, hier ist gerade irgendwas explodiert. Okay, nicht gut. So, ansonsten, hier ist noch ein Outpost. Ein Outpost, der müsste hier sein. Wo? Das eins weiter. Ja, genau, so sollte es doch fallen. So, eins weiter vorne, bitte. Danke. Jetzt könnte hier so ein. Jetzt könnte hier so eine Insel hin. Könnte. Kommt aber nicht. Ja, wie gesagt, muss ich jetzt halt so zusammenpuzzeln. Okay. Flying ist jetzt weg. Das heißt, ich jumpe hier rüber. Boah, ich habe den Sprung geschafft. Ist ja cool. Und ich würde sagen, ich habe hier die tolle Community-Insel aufgemacht. Und da gehen wir jetzt mal hin und besuchen die Leute mal dort. Hallöle, Leute. So. Und wie ihr seht, hier ist was richtig nice schon entstanden. Die Insel ist seit 2 oder 3 Tagen entstanden. Die Leute arbeiten perfekt zusammen. Hier sind überall so kleine Bauwerke. Hier ist so eine schöne fliegende Insel. Das finde ich richtig geil. Hier entstehen schon die Häuser, hier ist eine fliegende Insel. Und ja, das ist halt, es sieht so schön aus und hier sind so viele, die gut bauen können. Und ich habe auch schon gesagt bekommen, dass das hier alles richtig, richtig gut zusammenpasst, das ganze Team. Das heißt, meine Arbeit, dass man das so aufteilt in kann Redstone, kann nicht Redstone, hat sich gelohnt. Oh Leute, ich habe Rage bekommen, damit bin ich ein bisschen schneller für ein paar Sekunden. Hier hinten, das ist der Teil, der noch nicht ausgebaut ist. Hier haben die auch krasse Spawner, 2 Blaze-Spawner und Monster-Spawner. Aber warum da jetzt Monster spawnen, kapiere ich nicht. Ich glaube, das sollten sie nicht. Beziehungsweise wie der Zombie rausgekommen ist. Naja, dann kann man hier schön Level farmen und Zeug. Und, ah genau, das will ich auch gleich zeigen. Hier entstehen schon weitere Häuser, also es ist so nice hier. Ich finde das so cool, wie die alle zusammenarbeiten. Und ja, hier vorne ist auch so ein schöner Cobble Generator, beziehungsweise Cleanstone Generator. Hier ist ein kleines Haus. Hier ist ein Baumhaus, da kann ich gleich mal reingehen. Hier ist alles Mögliche, Schafe und anderes Zeug, Schweine, alles, was für Essen zuständig ist. Und hier ist ein Hashtag Nikro. Nee, Hashtag Nick Army. Das finde ich am geilsten. Das habe auch nicht ich veranlasst, das haben die von selbst hier gebaut. Finde ich gut. Und ich würde sagen, ich guck mal, ob man da irgendwie hinterkommt. Ich habe den Sprung geschafft. Wow, nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier hinter geht's. Okay. Und hier entsteht schon ein weiteres Haus. Das gefällt mir. Das wird cool. Hey, das mit den Leitern ist eine gute Idee. Wenn ich so ein Haus baue, dann stacke ich mich dann immer hoch oder baue irgendwelche Hilfsblöcke hin. Das mit den Leitern ist eine gute Idee. Okay, also der will TNT, also diese Explosionsboost mit Runen machen. Das heißt, ich komme da mal mit. Bin hier. Jo, hi. Willkommen in der Aufnahme. Hi. Okay.
Tja, slash ES Spawn. Oh, ich wurde weggeboostet. Was kam eigentlich raus? Oh lol. 40 Dia-Blöcke. GG. Haben die eigentlich hinten gerade Spawner platziert? Nee. Okay. Okay, sorry, war jetzt kurz AFK. Ich weiß nicht, ob hier was passiert ist. Kann ich meinen Chat gucken? Nee, nichts passiert. Okay, ich war gerade dabei, hier das zu zeigen. Die ganzen Häuser. Da war ich mal drin. Da war ich noch nicht drin. Das ist auch noch nicht viel. Ach nee, doch, da drüben muss ich noch rein. Hier ist so eine kleine unterirdische Netherhöhle entstanden. Das ist richtig gut. Und dann gibt es hier drüben dieses Haus. Das ist... Hä? War das nicht hier? Nicht? Irgendwo war hier mal ein Haus mit sehr vielen... Hä, lol, was ist denn das da unten? Oha. Ein zweiter Generator. Okay, nice. Irgendwie ruckelt das hier immer. Hm. Ja, egal. Also hier ist ein zweiter Generator entstanden. Aha, verdammt, jetzt habe ich wieder Range aktiviert. Hui, ich bin super schnell. Whoa. Ja, in der Warzone kann das schon praktisch werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen will. Das heißt ja schon Looting Plate. Naja, also das hier ist bis jetzt die Immortal Pick. Immortal Pick, ich kriege gerade Immortal gelesen. Egal. Die Community Insel. Die sieht richtig geil aus. Vor allem diese Insel hier oben gefällt mir so. Das ist so cool. Und auch hier, das, dieses kleine fliegende Inselchen. Das ist so krass. Wie schnell die das alles hier aufgebaut haben. Und gut, einige hatten halt schon ein bisschen was dabei. Und, oh, hier ist eine kleine Bank. Ist ja nice. Naja, egal. Auf das Baumhaus wollte ich nochmal drauf, aber ihr seht, da ist jetzt momentan noch nicht so viel. Also, würde ich sagen, gehe ich zurück zu meiner Insel. Ich werde jetzt persönlich den Blaze Grinder bauen und hier hinten die Warzone-Karte machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich euch das zeige. Bis denne. Ciao, ciao. Ah, das ist doch hier. Schön, schönes Abschlussbild.